Replay Galore geht in die nächste Runde und zwar mit einem der beliebtesten Indie-Horror-Game-Franchises der letzten 2-3 Jahre. Und bevor wir alle im September ganz gespannt und erwartungsvoll die brandneue Episode von Fears to Fathom begutachten können, möchte ich gerne mindestens die ersten 2-3 Spiele davon nochmal zocken, weil die sind ja nun auch schon eine kleine Weile her. Ich denke, das letzte, das ist noch dagegen relativ kürzlich. Mal gucken, ob wir das auch noch schaffen, weil viel Zeit ist nicht. Und ich möchte jetzt gerne natürlich mit dem ersten anfangen. Ein noch etwas kürzeres Erlebnis, aber nicht weniger schrecklich. Und das hat den Grundstein gelegt für sehr, sehr viele gruselige, aber auch nachvollziehbare Geschichten. Ihr kennt es ja, das ist halt eine Serie, die ein Sammelsurium ist von, ja, ich sag mal, wahren Begebenheiten im Spieleformat von unterschiedlichen Leuten zusammengetragen, wirklich erlebt und natürlich mundgerecht aufbereitet vom Entwickler und von mir. Und damit diese Folge hier noch ein bisschen mehr Mehrwert hat, gucken wir uns gleich mal den Trailer gemeinsam an für das bald erscheinende nächste Kapitel dieses Abenteuers. Trägt den vielversprechenden Namen Woodbury Getaway, also irgendwo draußen im Wald. Es ist ja immer eine Prachtidee, also ich könnte Lieder von singen, aber ich tue es nicht, weil mein Gesang ist schrecklich, ja. Deswegen an alle Leute Shoutout, die eh schon meine Stimme ertragen müssen. Let's go! Good evening, Vermont. This is your host on WKWB. As we embrace the first snowfall of the season, there's nothing like a perfect song to set the mood. So here's a track that'll make you feel right at home. Coming up next, Be Sincere. Neb and Ultimus. Stay warm and stay tuned. Boah, ich freue mich da drauf. Okay, Setting ist klar. Eigentlich Klassiker. Und diesmal in einer Winterlandschaft. Unser Lieblings-Fastfood ist auch dabei. Sobald wir das Bärchen um die Ecke lugen sehen, wisst ihr, es ist Zeit zu rennen. Get some memories, cause there is plenty of me lurking in the streets. But you're certain that your purpose is surplus and listen to me. Like you cannot pick up. Das war bestimmt gerade der Anfang. Gestresst im Büroalltag. Wir haben sogar Leute mit? Sind wir mit Freunden unterwegs? Das wäre ja krass. Send you some love, don't intercept on me, cause I just wanna be your one. Geil. Was sagt ihr hier was dazu, wann es kommt? Leider noch nicht. Gab's da nicht ein anderes Video? Ich habe einen Screenshot gesehen. Warte mal, da muss ich jetzt nochmal gucken. Leider weiß ich nicht, Freunde. Ich dachte, ich hätte mal sowas gesehen, aber war jetzt nicht drin. Eventuell hat er das wieder rausgenommen und doch nochmal verschieben müssen. Aber ich gehe jetzt einfach mal bis auf Weiteres davon aus, es kommt irgendwann ja gegen Mitte, Ende September. Vielleicht, wie gesagt, ein bisschen später noch. Aber er soll sich mal ruhig Zeit nehmen. Ist auch die letzte Episode in diesem Franchise. Leider, leider. Aber ich hoffe, dass er mit der ganzen Erfahrung der positiven Resonanz und hoffentlich tonnenweise an Moneten, die der Typ damit eingenommen hat, eine neue Serie starten kann. Das wäre echt geil. Aber blicken wir hier und heute mal zurück auf Vergangenes, Bekanntes und Beliebtes. Home Alone. Herzlich willkommen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock drauf habt, dass ich 2 und 3 auch noch spiele. Dann mache ich das natürlich gerne für euch. Ich hab's vor, aber wie gesagt, wenn ihr keinen Bock drauf habt, ich erwähne es immer wieder, dann ja, können wir das auch lassen. Müsst ihr entscheiden. Mit dem Däumchen. Ganz einfaches Thema. Ich wollte das eigentlich nicht auf Reddit veröffentlichen. Einfach nur, damit Leute denken, es sei ausgedacht. Aber wir werden es nie erfahren. Ich fange dann mal an. Story of my life. Ich wollte das eigentlich gar nicht hochladen, aber naja. Jetzt sitzen wir hier. Es war in der Mitte des Sommers. Meine Eltern sind über das Wochenende auf einem Arbeitstrip weggefahren. Arbeitstrip. Also war ich auf mich allein gestellt über das komplette Wochenende. Ich sollte erwähnen, dass mein Schlafrhythmus ziemlich versaut ist in dieser Zeit. Ich stehe halt irgendwann am Tag einfach auf oder gehe zu Bett. Ich meine, ich wollte daran arbeiten. Und wie läuft das so?
Nach dieser Nacht wissen wir mehr. Oh boy. 8.03 Uhr bin ich aufgewacht. Nach einem, ja, Nap. Ein kleinen Nickerchen an diesem Abend. Ich habe die Steam-Version übrigens nie gespielt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie anders ist. Ein bisschen noch überarbeitet oder verbessert hier und da. Das kann ich gar nicht sagen. Aber dieser Teil hier, das Debüt ist ja nach wie vor kostenlos. Und ich liebe diese Settings. Das ist das, was das wirklich einzigartig macht. Also, nicht wirklich. Aber halt, das ist einfach gut gemacht. Und es sind nie Monster, vor denen du Angst haben musst. Oder doch? Okay. Ich hatte Hausaufgaben, aber ich hatte zu großen Hunger, um das zu erledigen, kurz nachdem ich aufgewacht bin. Tja! Da wärmer wieder. Da haben wir's, würde ich sagen. Okay, Mom schreibt mir. Ich bin sicher, sie ist sehr stolz auf alles, was ich hier dieses Wochenende vollbringe. So, wir gucken mal. Mom, wo haben wir denn angefangen? Heute 9.24 Uhr. Warte, wann seid ihr denn zurück? Am Montag, Honey. Was, die haben jetzt nicht mit mir abgesprochen? Habe ich dir das nicht gestern gesagt? Wer weiß. Okay, cool. Pass auf dich auf und geh bei Zeiten ins Bett. Ich hoffe, ihr besorgt die Xbox, wie ihr es versprochen habt. Was für ein verzogener Bengel, Alter. Falls ihr diesen Rabatt bekommt. Kann ich Mason und Josh hier einladen über die Nacht? Für Hausaufgaben. Mhm. Bio oder was? Boah, ich muss hier mal... Es ist übel warm, Bro. Mein PC macht es halt auch nicht gerade angenehmer. Natürlich kannst du das. Ruf mich an, wenn du irgendwas brauchst. Was, eine Überweisung oder... Ein zorniges Emoji? Mir nichts anderes vorstellen. Stelle sicher, dass du... Make sure to check it... Achso, dass sie das an der Tür sind, bevor du es öffnest. Schau durch die Vorhänge. Pass auf dich auf. Klar, Mom. Dad und ich sind Sonntagabend zurück. Aber seid ihr so paranoid? Ich bin 14. Ja, eben. Mit 14 denkst du, du bist halt voll so halb erwachsen schon, Alter. Aber eigentlich bist du noch... Bist du noch genauso ein Kind wie mit 11. Bloß halt mit anderen Interessen wahrscheinlich. Ich glaube, ich hau mich aufs Ohr. Vielleicht bestelle ich mir ein bisschen Pizza später. Du brauchst nichts bestellen. Ich habe dir Lasagne heute Morgen gemacht. Schau im Kühlschrank nach. Alles klar. Die weltberühmte Indie-Horror-Game-Lasagne. Da ist sie wieder. Yo, yo. kommst du zu Jessica tomorrow? Also morgen? So, jetzt verschwimmt immer alles in meinem Kopf. Ja, ich habe gehört, dass Josh auch kommt. Was mit dir? Keine Ahnung. Was denn falsch? Habt ihr euch gestern nicht gesehen? Sie ist nicht aufgetaucht. Es kommt mir so vor, als würde ich ihr gar nichts bedeuten. Natürlich bedeutest du was. Unless you multiply yourself by the speed of light squared. Dann deine Energie... You matter! Ach, das ist ein Physik-Joke! Oh mein Gott, das kann ich nicht. You matter wie Materie. Es sei denn, du beschleunigst dich wie... Ach, naja, das kann ich nicht erklären. Ihr versteht das schon. Okay, dann bin ich dann Energie. Und nicht Materie, weil... Ist egal. Wie geht's... Cem? Wer ist Cem? Ach so, Chemistry, also Chemie-Hausaufgaben. Ja, kacke, ich hab das vergessen. Ich hoffe, ich kann das heute erledigen. Ja, ich auch. Meine Eltern sind weg über die Nacht, möchtest du herkommen? Wir können Mario Kart spielen. Aus Bildungszwecken natürlich. Ich lass dich wissen. Okay, melde dich auch bei Josh oder ruf den auch an. Kann ich dir versprechen? Vielleicht habe ich Pläne mit Natalie. Oh! 15 cm energische Pläne. Warte mal. Ja, spielst gut. Du bist ein Horrorgame. Es hört auf, gruselig zu sein. Frag mich nicht warum. Aber ich bin direkt in das Schlafzimmer meiner Eltern gegangen. Ich liebe es, dass sich das Spiel, also dass sich die Erzählung anpasst auf das, was ich tue. Ich kann hier das Licht nicht anmachen. Oh mein Gott.
sehe ihn. Ey, Rosenbuschpinkler. Ich weiß, was sie letzte Nacht getan haben. Aber er weiß wahrscheinlich auch, was ich tun werde. Übel auffällig einfach, weil man halt das von drinnen sieht, so mit dem Licht. Okay. Nicht der gute Breezer, ich bin sehr enttäuscht. So, wir haben Lasagne. Wir wärmen Lasagne. Sehr gut. Bro, unangenehm. Kann ich nicht irgendwie Licht anmachen? Oder ist das Licht so default? Also das bleibt jetzt so, oder was? Okay, ich sollte mal kurz warten und dann... mir was Interessantes im Fernsehen reinziehen. Was ist das wohl? Irgendein Adventure-Movie? Mutet auch so ein bisschen creepy an. Oh, ich höre was. Boah, krass animiert. Okay, ich muss, glaube ich, mal meine Lasagne retten. Ich stehe zwar auf knusprig, aber... oh, wow. Fum was already warm. G to throw. Nee, ich nehme das so mit, ne? Ich mag es, Fernsehen zu schauen, während ich esse. Genau. Sehe ich mir das jetzt so auf dem Schoß und warte, bis ich so ein Loch in meine Hose runterbrennt. Eieiei. Let's go. Oh, dabei fällt mir ein. Oh, da! Ich habe das, glaube ich, bei meinem ersten Playthrough nicht gesehen, oder? Auf jeden Fall weiß ich noch, dass viele mich darauf hingewiesen haben. Boah, das ist unangenehm. Also, ich mag so offene Wohnbereiche, aber ich weiß nicht warum. Das hier ist so aufgebaut, als das würde man sich irgendwie ständig beobachtet fühlen. So von allen Seiten. Ich weiß nicht warum. Ich habe mich sehr müde gefühlt, nachdem ich das Essen gegessen habe. Bro, du hast ja auch gerade 3000 Kalorien reingezogen. Was ist mit Teenager im Wachstum, Alter? Meine Güte. Ich schwöre, bei mir hätte das 3 Tage gereicht oder so. Und ich esse schon so viel mehr als damals. Okay, Mason schreibt. Kann ich das... Living on the Edge! Okay, Moment. So, was tut er? Nee, ich muss absagen. Mir ist was dazwischen gekommen. Aber du musst zu Jessicas morgen kommen. Verdammt. Okay, niemand kommt rum. Fuck. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern, Bro. Ich sollte jetzt paniken. Aber nein. Dann haben wir kein Horror-Game, ne? Die Panik kommt immer erst, wenn es zu spät ist. Okay, er hätte gesagt, er fühlt sich eh müde. Also an sich ist nicht so schlimm, dass Mason abgesagt hat. Aber was ist mit Josh, though? Oh Gott. Ich wusste nicht, dass man hier rein kann. Wait. Tut mir leid, Miles. Wir sehen uns morgen. Und vergiss Jimmy nicht. Ja, alles cool. Ich, gehe wahrscheinlich wieder ins Bett, nachdem ich das erledigt habe. Och, Bro. Wir wissen, der ist hier drinnen, ne? Boah. Was für ein Teenager bin ich? Warum kann ich nicht abschließen? Okay, let's do this. Muss ich irgendwas machen? Naja, voll automatisiert. Und wenn das so ein kleines Rätsel wäre, ich meine Chemie, das ist dann wahrscheinlich schwierig, aber... okay, ich bin fertig mit den Hausaufgaben.
für den Tag in, was, paar Stunden, was? Boah, ich hab da echt ewig für gebraucht. Ja, lol. Mom schreibt nochmal, mitten in der Nacht. Bleib nicht zu lange auf, Kinder. Ich, sollte das nicht von Miss Paula diesmal mitkriegen. Miss Paula. Irgendwie die Nachbarin da drüben oder so. Ich stehe da mit dem Fernglas und guck, wann ich die Lichter ausmache. Jokes on you, ich kann gar nicht. Bruder. Wir reden nicht drüber. 1.16 Uhr. Oh, danke. Der Einbrecher hat schon mal alles ausgemacht. Das ist schön. Ich brauche ein bisschen Wasser. Bro. Ich hab jetzt Angst, ich weiß auch nicht. Perfekter Zeitpunkt, um lauter zu machen. Haben wir eigentlich ein Badezimmer oder so? Nö, ne? Warum auch? Oh Gott. Hab ich Wasser hier? Ja. Doch alle. Bruder, hör auf. Oh Gott. Ich wäre auch nervös, wenn ich nicht ungefähr weiß, wie das ausgeht. Mom, ein Bild. Hey, Miles, wer ist das an der Tür? Das hat sie von Miss Paula geschickt bekommen. Bist du da? Oh Gott. Ich kann leider nicht antworten. Oh, what? Oh, Entschuldigung. Never mind. Click to hide, oh! Hör auf, das zu humpen! Schauen Kinder zu! Ich will mal so ein richtig geiles Home-Invasion-Horror-Game, so wo du so... wo du weißt, dass es kommt und du weißt, du kannst das nicht verhindern, du kannst aber so verschiedene Fallen irgendwie hinsetzen und du musst dich dann verteidigen irgendwie, bis der Einbrecher ablässt oder so. Und der passt so ein bisschen seine Strategie an. Das ist sehr schwer zu programmieren, aber sowas hätte ich gerne mal. Irgendwie so mit verschiedensten Interaktionsmöglichkeiten, Kameras und so, und einfach zu gucken. Du musst halt alles so ein bisschen selber bauen und aufbauen in Vorbereitung. Oh Gott. Sollte ich mal an die Tür gehen? Psch, psch. Ich meine, ich hab's nicht klingeln gehört, ne? Oh! Der hat mich direkt angeschaut. Oh, hat er das? Loud, alert NPC. Dang it! Paul hat's mir gesendet. Sagte, dass er durch die Fenster schaut. Wir rufen die Polizei an. Verschließ alle Türen und versteck dich in deinem Zimmer. Geh nicht an die Tür. Egal, was er macht. Ja, aber das Ding ist, wie mache ich denn zu? Wie schließe ich denn ab? Oh Gott. Kann ich das überhaupt? Ich verstecke mich einfach. Boah, ich habe voll vergessen, wie creepy das ist, ey. Let's go.
Schreibt mir irgendwer? Ich glaube, der kann mich hier nicht kriegen, oder? Hör ich Schritte? Nein, hör ich... Ah! Dang it! Als ob ich da nachschau... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich soll nicht an die Tür gehen. Das war's mit mir dann. Auf jeden Fall. Als hört sich an, als ob er direkt hier vor der Tür steht. Es ist Paula an der Tür. Hast du sie gehört? Das ist nicht Paula an der Tür. Ist das Paula? Huh. What the fuck? Oh! Boah, ich hab Angst! Was soll ich tun? Ich darf da nicht hin. Mann, der verkämpft sich gerade in einer geheimen Nachttischschublade. Ich verstecke mich, ignoriere das. Oder soll ich runter? Ich glaube, wenn ich da in die Nähe gehe, dann bringt er mich um. Oder? Oh! Tatsächlich! Haha! That's it. Uff. Da wäre ich hingegangen, wäre ich gestorben. Und hätte ich zur Tür gehen können? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, es ist Miss Paula. Ah. Okay, sehr gut. Ja, die erste Episode ist ziemlich kurz. Aber das wussten wir ja. Puh, ey. Ist er da? Kann ich noch sterben? Boah, ich glaube, das lässt er mich nicht mehr machen. Okay, wenn ich den so reinlasse, beziehungsweise die Tür aufmache, da sterbe ich auch, ne? Ups. Er ist da. Der geht auch nicht weg. Oh, wow. Der ist weg gewesen. Hi. Leicht schockiert. Aber ich glaube, so stirbt man auch, wenn man da oben lang geht, während Miss Paula unten an der Tür wartet. Okay, ihr Lieben, ihr wisst Bescheid. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock auf die zweite und dritte Episode habt, ich meine, das hat hiermit nichts zu tun, aber naja, ihr wisst das. Und an die Leute, die es noch nicht geschaut haben, würde ich euch das mega ans Herz legen. Wie gesagt, Ironbark Lookout ist noch nicht allzu lange her. Ich glaube, das können wir uns eher sparen noch eine Weile. Das können wir irgendwann mal später replayen. Aber die beiden sind auch sehr, sehr gut. Und ich bin super gespannt auf das fünfte und letzte. Das hat noch nie enttäuscht. Ja, wir sehen uns dann spätestens wieder hier, wenn ihr wollt. Oder beim letzten. Macht's gut und bis dahin.